kurzen Nächte. Endlich bin ich da, gewandet bin ich, gewandet bin ich, weil das Wandern ist des Müllers Lust. Wer auf den Scheißspruch kommen ist, möchte ja wissen. Hey, von welchen Lust, von welchen Lust. Wisst ihr, weil ich mach das ja gar nicht wegen der Lust, bei mir ist es wegen Frust. Wandern zum Frustabbau, aber kannst du vergessen. Jetzt bin ich von mir daheim, Garitz, am Fuße der Rhön. Bin ich daher gewandert, der Frust ist immer noch da. 70 Kilometer gelaufen und der Frust ist immer noch da. Aber du kannst dich ja aufregen auf der Welt, es geht dir nur noch ab. Das ging schon los mit der Neujahrsansprache von unserer Kanzlerin, wie sie wieder da gesessen war, unser Heringsdösle. In Bordeaux. Für alle, die es nicht gesehen haben, nein, sie war nicht nackig in einem Rotweinschwenker gelegen, nein. Aber wie sie sich wieder hingesetzt hat, also folgen Sie nicht denen, die dazu aufrufen. Denn in ihren Herzen sind Vorurteile, Hass, vielleicht auch Kälte. Wo sie alle gesagt haben, jetzt hat sie Klartext gesprochen, jetzt hat sie Klartext gesprochen. Was war denn da dran? Klartext, bitteschön. 50% der Deutschen waren da gesessen. Ja, was will sie denn jetzt? Jetzt zitiert sie auch noch aus der Bibel. Die hätte sagen, es geht nicht zu dieser Pegida. Pegida, hey, das sagen sie gar nicht. Sagen sie ja, die Menschen, wo da hingehen, das sind ja gar keine, die sind gar nicht gegen Islam. Ja, aber weswegen gehen sie zur Pegida? Vielleicht, weil sich's ein bisschen komisch anhört. Pegida könnte auch ein Schwangerschaftstest sein. Sind wir ehrlich? Pegida, eine Hautcreme für die Frau ab 40. Pegida. Und du bist wieder entknittert. Wahnsinn! Viele gehen bloß hin zu dieser Pegida, weil sie sich mit der Politik nichts mehr zufrieden geben können. Und kannst auch unzufrieden sein, wenn sie die Merkel schon hinstellt. Wir brauchen den Solidaritätszuschlag über 2019 hinaus. Hallo? Über 2019 hinaus, das ist ja genauso, wie wenn die Oma stirbt, man hockt sie ans Fenster und kassiert die Rente weiter. Aber laufen, laufen, das beruhigt, Mist, aber dann ist die Neujahrsansprache rum, da kommen schon die drei König, muss ich auch erzählen, hocke ich daheim, warte auf die Sternsinger, ja, 16 Uhr waren die immer noch nicht da. Hab ich aber im Pfarrbüro angerufen und hab gesagt, was ist denn los? Kasper, Melchior, Balthasar, kommen die heute noch, wie schaut's denn aus? Sagt der zu mir, ja, die hätten sie vorher bestellen müssen. So, ja, was ist denn los? Sind wir jetzt bei Zalando oder was? Beim Pizza Express bestellt, das hat es ja vorher noch nie gegeben. Sagte, ja, die haben ja so viel zu tun, die kommen ja gar nicht mehr rum. Die müssen sie bestellen, sonst kommen die nicht. Sag ich, es ist jetzt 16 Uhr. Kommen sie noch oder kommen sie nicht? Na ja, wir können noch welche vorbeischicken. So, ist in Ordnung, soll sie gleich eine Pizza mitbringen, weil ich hab schon Hunger. Dann sind die kommen, die da, die abgebrochen haben sie geschickt, die sollen oben an die Tür nachschreiben. Dreimal habe ich ihn dagegen rennen lassen, mir war es wurscht. Beim vierten Mal habe ich ihn dann doch hochgehoben, haben die schön angeschrieben gehabt, 10 Euro waren die fort, lese ich von wegen CMB, BMW hat es ja hingeschrieben gehabt. Aber laufen, laufen, das beruhigt. Wisst, weil kaum ist Dreikönig rum, kommt schon die CSU mit ihrer Klausur in Wildbadkreuz. Es ist ja immer sehr schön, wenn die Gerda Hasselfeld durch den Schnee angestopft kommt, gell? Wo du von Weiden bloß die graue Haare siehst und denkst, ach, er ist wieder da. Aber dann kommt sie so langsam auf die Kamera zu und du denkst, oh, Ohrring, Stöckelschuss, so hätte ich den Edmund Stoiber mir gar nicht vorgestellt. Aber es ist die Gerda Hasselfeld. Und sie waren ja wieder alle da. Der Horst, wie er sie wieder hingestellt hat, unser, ja. Ja, er kommt mir immer vor wie so alter VW-Käfer mit Fehlzündung. Boah. Ich warte immer drauf, dass der Auspuff abfällt. Boah. Und dann hat er sich hingestellt und gesagt, ja, ich werde 2018 nicht mehr kandidieren. Weil bis 2018 habe ich die Monarchie wieder eingeführt. Ich bin König. Söder hat saublöd geklotzt, gell? Und die eigene auch. Gell? Eigene ist ja heute nicht da, wahrscheinlich ist er über Stromtrasse gestolpert. Ich weiß es nicht.
3 Monate Energiedialog und dann sagt sie, jetzt sind andere zuständig. Das ist genauso, wie wenn man sich monatelang darüber unterhält, von welchem Händler man Heizöl bezieht und dann feststellt, hoppla, wir haben ja Gasheizung. Hallo. Aber da waren sie wieder alle da. Der Horsti, der Söder und der Dobrin. Der Dobrin, ein Fuchs mit seiner BKW-Maut. Die kommt ja jetzt, die BKW-Maut. Aber der Dobrin hat immer gesagt, die BKW-Maut kommt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, zwischenzeitlich haben sie in der Kirche schon gar nichts mehr Amen gesagt. Aber jetzt kommt sie mit E-Vignette, elektronische Vignette, wie ich die schon gehört habe, denke mir schon wieder so ein Scheißdrecksviech im Auto, was wahrscheinlich das Piepsen aufhängt. Es piepst ja nur noch in diesem Auto drin. Vorne piepst, hinten piepst, dann geht der Regensensor an, geht der Scheibenwischer los. Ich warte auf den Moment, wo ich früh in das Auto einsteige und das Auto sagt, steigen Sie wieder aus, ich fahre besser ohne Sie. Es ist... Aber laufen, das beruhigt. Weißt, ich bin ja gar nicht gegen diese BKW-Maut, gell? Hä? Aber E-Vignette, jetzt haben sie gesagt, das wäre durch Nummernschildabgleich. Jetzt weiß man gar nicht, ob sich dieser technische Aufwand überhaupt rechnet. Ja, wieso hat man es dann gemacht? Bloß damit der Dobrin beschäftigt war? Eine Modelleisenbahn wäre billiger gewesen. Ich bin ja nicht dagegen, aber hätte man nicht eine ganz normale Vignette machen können. So zum Abziehen. Weißt, vorne drauf schon das Bildle vom Seehofer. Da hättest du schön den Seehofer nehmen können, hästen hinne die Windschutzscheibe batschen. Und wenn wir erst mal alle diese Vignette im Auto drin gehabt hätten, keine Wildunfälle mehr. Da geht jeder Hirsch zur Seite, wenn ein Seehofer sieht. Da geht jeder. Und dann kannst du dich da schon drüber auflegen. Dann kommen auch noch diese Drecks-Islamisten und machen einen Terror, wo ich mir sage, das machen die ja bloß, damit sie als Märtyrer sterben. Als Märtyrer. Hallo, wenn ich als Märtyrer sterben will, muss ich erst mal als Auto geboren werden. Alle haben es nicht kapiert, gell? Ja, ich verstehe sie auch manchmal nicht. Da erzählen sie immer, 72 Jungfrauen warten da oben im Himmel, das kann sein. Aber es hat noch keiner gesagt, wie alt sie sind. Bitte. Ich sag mir normalerweise immer, gell, normalerweise, wenn du den November geschafft hast, kann ich nicht mehr viel erschrecken, West November, wenn es immer schon angeht, Allerheiligen, gell, Friedhofsrallye, wow. Ey, mich wundert es bis heute, dass noch keiner auf die Idee kommt. Ich hab gesagt, wir verkäfer aller Heiligen auf dem Friedhof Bratwurst. Was? Sind wir ehrlich? Sind die gefressen wer? Eine Bratwurst, noch ein Bier dazu und dann nochmal Brust am Grab. Hallo. Hey, aber da geht's so schon los. Alle Heiligen, alle Seelen, Weltmännertag, das Leiden wird immer größer. Alle Heiligen, alle Seelen, Weltmännertag. Das ist ja genauso wie das Ehepaar, wo Allerheiligen früh aufwacht und er beugt sich zu ihr hinüber, küsst ihr die zwei Brüste und sagt, heute ist Allerheiligen. Da gedenken wir allem, was uns heilig ist. Nächsten Früh wachen sie wieder auf, sie beugt sich zu ihm hinüber, küsst sein bestes Stück und sagt, heute ist aller Seelen. Da gedenken wir der Toten. Aber... es rutscht mir immer so raus, gell? Hey, aber da hast du es normalerweise geschafft. Alle Heiligen, alle Seelen, Weltmännerdach, Dach des Mauerfalls. Was haben wir es letztes Jahr wieder gefeiert? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Dach des Mauerfalls ist ja eigentlich so für mich unser Nationalfeiertag. Obwohl es gar nicht ist. Unser Nationalfeiertag ist der Dach der deutschen Einheit. Aber sind wir mal ehrlich, ja. Das ist ja kein richtiger Feiertag. Nichts gegen die deutsche Einheit. Die Einheit ist schon lange in den Köpfen drin, aber dieser Feiertag, der holt uns doch jedes Mal so dermaßen runter. Wisst ihr, es ist doch so ein Feiertag, da wachst du 2 Tage früh morgens vorher auf und denkst dir, übermorgen sind die Geschäfte zu. So ein Feiertag ist es. Und warum? Weil du nicht weißt, was du machen sollst. Hä? Klar, man kann sich diesen Festtag anschauen. Frag mich sowieso. In anderen Ländern, wenn die Nationalfeiertag haben, hey, machen die eine Militärparade. Warum findet sowas nicht in Deutschland statt? Gut, sind wir ehrlich, es geht schon lustig ausschauen. Die 3 Panzer und die 4 Hubschrauber, die noch geht.
Ursula von der Leyen als Trümmerfrau voraus. Mit ihren 7 Kindern. Die kriegen ja jetzt auch alle wieder Kinder, gell? Charlene und Albert, C und A. Die kriegen ja, ja, haben ja Kinder gekriegt. Zwilling heißen H&M. Nee, Schmarrn. Aber die haben ja Kinder gekriegt, gell? Das Mädchen heißt Gabriella. Und der mit dem Sack ist der Schack. Gell? Die haben ja Kinder gekriegt. Und die Kate aus England, die ist ja auch schwanger, gell? Ja, 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 ja. Die ist ja schwanger. Ja, hat's Kotzen angefangen. Und da haben die gewusst, aha, es ist wieder ein Ei im Betrieb, gell? Das ist nicht wie bei uns, gell? Wir brauchen Schwangerschaftstest, so Pegida brauchen die nicht. Die reihen und die wissen, aha, es kommt wieder ein kleines Königskind. Ja, ja, ja. Bin am Anfang ein wenig erschrocken über die Schlagzeile, Nachwuchs im britischen Königshaus. Denk mir, scheiße, die Lisbeth, aber nein. Es war die Kate. Und dann hat die das ja bekannt gegeben, da war gerade dieses Referendum in Schottland, wo sich die Schotten doch abspalten wollten vom Königreich. Wo sie bei uns in Franken dann auch wieder angefangen haben. Das können wir auch machen. Wir spalten uns auch ab von Bayern. Wir machen einen Eich in den Freistaat Franken. Ja, hört mir auf. Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Weil wir Franken sind uns doch untereinander schon gar nicht grün. Die Oberfranken mögen die Mittelfranken mögen die Unterfranken mögen die Oberfranken nicht. Im Prinzip mögen wir Franken niemand. Und dann machen wir in Freistaat Franken, wer wird Ministerpräsident? Lothar Matthäus. Ja. Aber wir waren ja noch beim Dach des Mauerfalls. Wenn du das geschafft hast, dann kann ich nicht mehr viel erschrecken. Dann kommt nur noch St. Martin. Aber ich weiß auch nicht, seitdem das immer mit Faschingsanfang zusammenfällt, es ist einfach nicht mehr wie früher. Seitdem bei uns auch der Faschingsclub das Ganze übernommen hat, wenn es dann schon immer geht, draußen vor der Tür steht der heilige St. Martin. Wollen wir ihn reinlassen? Rein mit dem! Auf unseren heiligen St. Martin, ein Dreifachtonnen des Rappimmel, Rappammel, Rappo. Aber dann kannte ich schon nichts mehr viel erschrecken. Nach St. Martin kommt nur noch der Nikolaus, obwohl es den auch nichts mehr gibt. Dann kommt der Weihnachtsmann, ho, ho, ho. Wo die Kinder in der Tür stehen, Vater, der Oberpfälzer ist vorne dran. Es ist Wahnsinn. Laufen, das beruhigt. Aber da kann ich nicht mehr viel erschrecken. Dann kommt schon Weihnachten und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Neujahrsansprache, drei König, Klausur, Fasching. Hey, dann kommt Frühjahr, dann geht es ja los mit die Blume. Ah, wo die Frauen ins Gartensender müssen. Ah, Gartensender. Und du musst als Mann immer mit. Und ich frage mich, warum? Weil du darfst ja als Mann nichts machen. Was darfst du als Mann im Gartensender machen? Klappe halt, das darfst du machen. Klappe halt und Wagen schieben, das darfst du machen. Und Blumenerde unten reinschlichten, das darfst du auch machen. Aber ansonsten hast du die Klappe zu halten, weil die Frau muss sich konzentrieren. Es ist eine äußerst diffizile Angelegenheit, Blumen für Balkon, Terrasse und Veranda herauszusuchen. Da muss man sich konzentrieren, da wird jedes Blumentöpfel 5-mal gedreht, 3-mal gewendet, nicht, dass man so Scheißdrecksprimele erwischt. Dann kommt noch die Nachbarin vorbei. Na, was hat denn die? Hoffentlich stellt sie es wieder hin, könnte ich auch gebrauchen. Ja. Höhepunkt ist, wenn sie eine Freundin trifft, wo sie schon ewig nichts mehr gesehen hat. Und dann wird gelabert. Von 0 auf 100 in einer Sekunde. Da wird gerät, ohne Punkt und Komma, dass man sowas machen kann. Ich könnte es nicht. Aber es ist. Ja, aber du selber darfst ja nichts sagen, du stehst ja bloß da. Die Hände schlafen der Ei, die Fürst schlafen der Ei, die Blumen verwelken schon langsam im Wagen drin. Wenn du viel Glück hast, kommst du aus dem Gartensender raus und es ist noch nicht Sommer. Wahnsinn!
aber Frauen stehen drauf. Gartensende oder jetzt das allerneueste Hochbeet. Jetzt wollen ja die Frauen alle Hochbeet, weil es ist so praktisch, es schaut so schön aus. Ich brauche Hochbeet. Wer muss das Hochbeet zusammenbauen? Der Mann muss das Hochbeet zusammenbauen. Der muss in den Baumarkt, muss die Bretter besorgen für diesen rechteckigen Kasten. Dann wird das Ding zusammengebaut, dauert schon ein Vierteljahr. Dann muss das Ding auch noch aufgefüllt werden. Eine Wissenschaft für sich. Da kommt unten ein Gartenabfälle, dann Gartenerde, Blumenerde, Gartenerde, Blumenerde, Gartenabfälle, Gartenerde, Blumenerde. Dann steht der fix und fertig aufgefüllte rechteckige Kasten. Im Garten drin kommt die Nachbarin vorbei. Gell, es ist jemand gestorben. Hallo! Aber Frauen stehen drauf, Garten sind der Hochbeet. Und gerade jetzt ist so die Zeit, wenn's draußen, wenn kälter ist, wo die Frauen dann kommen, ach, wir könnten doch mal wieder ein Wellnesswochenende machen im Romantikhotel. Romantikhotel. Wenn ich schon Romantikhotel höre, da ist bei mir vorbei mit der Romantik. Weißt du, das sind ja so Hotels, die stehen ja irgendwo mitten in der Bamba. Da, wo sich Fuchs und Haas gut Nacht sagen, da steht der Romantikhotel. Was heißt, die sagen sich gut Nacht, die sind da schon lang nichts mehr dort. Selbst denen ist da zu langweilig. Da hockt höchstens noch ein verhaltensauffälliges Eichhörnchen am Baum und führt Selbstgespräche. Solche Gegenden sind es. Und da steht der Romantikhotel. Das sind ja meistens so runterkommende Schuppen, wo sich der Besitzer wahrscheinlich gedacht hat, was machen wir, reißen wir es ab? Ach, machen wir ein Romantikhotel draus. Innen drin ein lauter altes Gerütsch, was du daheim schon lang fortgeschmissen hast. Da werden ein paar Rosenblätter drüber gestreut und Frauen sind begeistert. Ah. 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 Guck mal, die schöne Kaffeemaschine. Genau dieselbe haben wir auch daheim gehabt. Wieso haben wir denn unsere weggeschmissen? Weil sie verreckt war, haben wir sie weggeschmissen. Jetzt haben wir so ein Senseo-Ding mit diesen Kaffeebets, wo sie mir sagen, wer Kaffee drin in diese Dinger. Ich glaub ja immer noch, es sind die alten Schulterpolster aus den 80er Jahren. Die da jetzt aufgebrüht werden. Weil so schmeckt die Brühe, wo da unten rauskläfft. Überhaupt wird ja jetzt jede Tasse einzeln rausgelassen. Ja, so ein Schmand, das war doch früher viel besser, oder? Da ist ja keine Kaffee gekocht worden, die ist so tags über Nein gesoffen worden. Zum Schluss war der Kaffeesatz drin, der ist mitgesoffen worden. Das hat so schön geknirbelt zwischen die Zehen. Aber deswegen schauen wir jetzt auch alle so gut aus. Weißt, früher eine Kaffeegesellschaft mit 20 Personen, ganz spontan, überhaupt kein Problem. Da sind 5 Kanne Kaffee gekocht worden, die sind auf den Tisch gestellt worden. Innerhalb von 3 Minuten hat jeder Tasse Kaffee vorne dran stehen gehabt. Jetzt ist die Gastgeberin schon gar nichts mehr am Tisch mit dabei. Nein, die steht draußen in der Küche und man hört es bloß von draußen. Und alle sitzen dann noch. Sie wird doch den Nachmittag noch überleben. Aber in so einem Romantikhotel, Frauen sind begeistert. Da gibt es noch ein wenig Wellnessangebot, Massage, Whirlpool. Habe ich bis heute auch noch nicht verstanden. Hockst dich, nein, stehst auf die Badehose. Als hättest du es nichts mehr halten können. Was hat denn das mit Romantik zu tun? Der Mann kann sowieso nichts mit Romantik anfangen. Wann fängt für den Mann Romantik an? 22 Uhr. Im Hotelzimmer. Da wird ein wenig das Licht gedimmt. Das sind Nächte, in denen Kinder mit dem Namen Dim gezeugt werden. Dann fängst du so langsam unter der Bettdecke das Krabbeln an, zum Ziel der Begierde. Du bist schon fast am Ziel der Begierde. Klopft's an der Balkontür, steht das verhaltensauffällige Eichhörnchen vorne dran und will mit dir ein Gespräch führen. Hör mir auf! Aber Frauen stehen drauf. Gartensender, Hochbeet, Romantikhotel, Thermomix. Habt ihr Thermomix? Sagt's nicht. Weil man sieht's an der Kopfform. Wenn das Gerät erst mal 3 Wochen daheim steht, passt sie die Kopfform so langsam an.
Für alle, die es nicht kennen, es ist diese Küchenmaschine, wo du alles mitmachen kannst. Kartoffelkoch, Fischdünst, Socken trocknen, alles kannst du damit machen. Und Frauen sind begeistert. Ach, ich habe mir gestern Nachmittag wieder gebrannte Mandeln gemacht. Gebrannte Mandeln. Wer ist denn früher auf die Idee gekommen, hat sich daheim gebrannte Mandeln gemacht? Da hat man gewartet, bis irgendwo Volksfest war und da hat man sich gebrannte Mandeln gekifft. Ist. Ist früher die Oma vom Kartoffelacker heimgekommen und hat gesagt, habe ich so viel geschafft, jetzt mal mehr gebrannte Mandeln. Nein, das hat sie nicht gemacht. Aber Frauen stehen drauf, Gartensende, Hochbeet, Romantikhotel, Thermomix, überhaupt Haushaltsgeräte an sich. Mittlerweile ist es so, Haushaltsküche viel besser ausgerüstet wie so manche 5-Sterne-Luxushotelküche. Da ist ja nur das Beste vom Besten drin. Nur Töpfe von diesem Welthersteller, nur Messer, Gabel, Schere, Licht von dem Hersteller, nur Spezialgeräte wie der Spargeltopf und die Ingwerreibe. Ingwer. Vor 15 Jahren hat keiner gewusst, was Ingwer überhaupt ist. Und dann kam der Schubeck. Und seitdem zuzeln wir alle an der Ingwerwurzel rum. Und deswegen braucht die Frau auch eine Ingwerreibe. Aber nicht die normale aus Stahl, nein. Wenn schon, denn schon, dann die Ingwerreibe aus Porzellan. Die Ingwerreibe aus Porzellan, die Hildi unter den Küchengeräten. Nein, nein, das ist ja auch viel besser, wenn du so eine Ingwerreibe aus Porzellan hast. Weil wenn du nämlich so eine Ingwerreibe aus Stahl hast, gell, so eine Ingwerreibe aus Stahl, die hat ja so Haken, gell? Und wenn du jetzt so eine Ingwerwurzel reibst, die zieht dir beim Reiben, zieht dir so Fäden, gell? Und die Fäden verhaken sich in diesen Haken drin, das kriegst du kaum raus, gell? Das kannst du in die Geschirrspülmaschine reinstecken, wie du willst, das kriegst du kaum raus. Wenn du jetzt aber so eine Ingwerreibe aus Porzellan hast, gell, die hat ja ganz feine Noppen hat die, dann nimmst du einfach die Ingwerwurzel und reibst sie ganz fein drüber, ganz fein über die Noppen von dieser Ingwerreibe aus Porzellan. Und dann legen sie die Fäden von diesem Ingwer, die legen sie ganz in die Zwischenräume von diesen Noppen ab. Und dann. Und dann legen sie diese Fäden ab, dann nimmst du warmes Wasser, kannst auch heißes Wasser nehmen, kannst aber auch kaltes Wasser nehmen. Und dann fließen diese Fäden so ab und dann hast du das sanfte Aroma von diesem Ingwer und das brauchst du, weil das ist gut für die Libido. Ja, gut für die Libido, für die Sexualität wäre es gut. Jeden Tag kommen ja welche und erzählen uns, was gut ist für die Sexualität. Das müsst ihr machen, dann habt ihr ein aufregendes Sexualleben. Übrigens, gemeinsam kochen wäre auch sehr gut für die Sexualität. Weißt, deswegen kochen jetzt Ehepaare auch gemeinsam. Er war den ganzen Tag auf dem Bau, kommt um 5 Uhr heim. So. Und jetzt kommen wir noch eine Runde, gell? Wegen der Sexualität und so, ne? Gemeinsam kochen, gemeinsam essen, gemeinsam vom Fernseher einschlafen, das ist die Realität und keine Sexualität. Aber jeden Tag kommen wir hier und erzählen uns, was gut ist für den Sex, was gut ist für eine lang anhaltende Beziehung. Jeden Tag kommen sie ja, wenn ihr das macht, dann habt ihr eine glückliche Beziehung. Wenn ihr das macht, habt ihr eine lang anhaltende Beziehung. Weißt du, ich kann mich schon wieder aufregen. Laufen, laufen, laufen. Obwohl, da nützt noch nicht einmal mehr laufen. Darüber gehört ein Lied gemacht. Und das habe ich gemacht. Es ist ein Protestlied. Eine Hymne. Hopp, hau nein, komm. Es geht ein wenig langsam an, aber es steigert sich noch. Wir sitzen gemeinsam in sternenklaren Nacht. Hoch oben am Berg schauen verliebt ins Tal hinab. Doch dann sagst du, jetzt möchte ich schon gern erfahren, was hält dich nach so langer Zeit immer noch bei mir? Weißt du, warum ich bei dir bleibe? Du hast deine
fängst du das Ding bereiben an. Ja, weißt du, warum ich bei dir bleibe? Du hast deine in der Reibe. Aus Porzellan, das macht mich an. Fängst du das Ding bereiben an? Zwei Gläser Champagner, wir beide allein. Verliebte Musik, rote Rosenkerzenschein. Doch dann sagst du nach all den Jahren, jetzt möchte ich schon. Unseren einmaligen, unseren wunderbaren Michi Müller aus der Rhön. Auf den Michi ein Dreifach-Donner des Franken.